Und wieder Spiegel, Schulterblick und ganz raus. Juhu. Weißt du, wie schnell du fahren darfst hier? 30 wahrscheinlich, oder 50 schon. 50, ja. Das ist die einzige Straße, die sie hier in der Stadt vergessen haben. Ja, deswegen war ich verwundert. Hier kannst du ein bisschen draufdrücken, ne? Wer denn da vorne, ja. Ja, muss man jetzt gucken, was der da macht. Ich weiß es auch nicht, wenn wir sehen, wa? Sieht gut aus. Hinter dir passt auch, oder? Ja, hinter mir ist alles in Ordnung. Ich hab schon gecheckt. Cool. So, dann fahren wir die erste wieder raus. Oh, bleib mit den Augen ganz weit links. Kein Gas. Roll weiter. Ja, wir lassen. Und erster Gang. Ja, wir lassen. Ich bin aber auf dem Zebrastreifen jetzt, ne? Das ist nicht schlimm. Taste dich ein bisschen nach vorne. Bleib quasi mit den Augen immer bei denen. Dann kannst du eine gute Entscheidung treffen. Taste dich noch ein bisschen nach vorne. Oh, alles gut. Und weiter tasten. Ich glaube, ich kann fahren, oder? Ja, also jetzt bist du eh drin. Beeil dich nicht. Du bist jetzt drin und denkst so, alles klar, jetzt bin ich drin, jetzt geht's los. Beeil dich nicht, weil sonst stolperst du über deine eigenen Füße. Genau. Siehst du's? Ja, ja. Gut, ein bisschen links rüber. Nice. So, Zeit haben wir. Vorfahrt hast du auch. Die Sache läuft. Okay. Straßenschild ist ein bisschen scheiße hier, ne? Ja, also wenn du jetzt auch einmal auf der Vorfahrtsstraße bist, muss die ja auch irgendwann aufgehoben werden, ne? Da kannst du erstmal so davon ausgehen, dadurch, dass wir auch nicht in der 30-Zone sind, dass du so den Rest der Straße, dass das ganz gut läuft. Guck mal, du hast links am Lenkrad so Knöpfe, siehst du die? Ja. Da steht oben Rest drauf und darunter Set. Siehst du, ne? Ein bisschen Gas geben, bis du wieder an die 30 kommst. Wenn du den, also wenn du bei 30 bist, versuch mal den Set-Knopf zu drücken. Machen wir erstmal vom Zebrastreifen dann. Mach ich jetzt schon. Tempomat oder nicht? Ja, wenn du jetzt nämlich das Gas loslässt. Nicht. Sollte einfach. Ich fahre nicht langsam. Nee, du solltest quasi jetzt mit der voreingestellten Geschwindigkeit einfach easy weiterfahren. Das ist so, dass der Prüfer während der Prüfung irgendwann sagen kann, Manuel, ich wüsste gerne mal, ob du den Tempomat bedienen kannst. Kannst du den während der Fahrt einmal einschalten und mir dann Bescheid sagen. Auch wenn du so eine Strecke hast wie hier, wo 30 ist geradeaus und nichts passiert, außer dass meine Kastanie vom Himmel fällt, dann sagst du, jo, mach mal ein Tempomat an, dann machst du den an, dann sagt er, okay, habe ich gesehen, kannst du, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wie der wieder ausgeht? Wenn ich bremse oder auf Gas gehe. Jo, genau, durch eins von den beiden, ne? Also du bremst oder gibst Gas und dann geht er aus. Ja. So ist halt ganz entspannt, ne? Hält er die Geschwindigkeit, egal ob bergauf oder bergab. Boah, der dahinter, zwei dahinter, der fährt schon Kampflinie. Ja, der will vorbei, der. Ja, ja. Dann lass mich mal jetzt extra ein bisschen Zeit. Nein. Bisschen links rüber. Jo. Genau. Und wieder Gas. Ja, kannst du kurz Gas wegnehmen, dann kommt er vorbei. Nicht ausweichen, bleib auf deiner Spur. Und dann in Ruhe im vierten Gang. Meinst du, jemand auch? Das ist ja, ja. Na, bleib auf deiner Spur, ist alles gut. Und in Ruhe, vierter Gang. Ja, die haben vielleicht nicht ganz Bock auf 70, so. So würde ich das mal formulieren. Guck mal in den rechten Spiegel und in den linken. Fällt dir was auf? Ja. Kannst noch? Darüber. So reicht's, das ist gut. Und wieder Gas geben. Ruhig mehr Gas geben, ne? Sonst kommen wir nicht über den Berg. Cool. So, hinter dir. Check. Vorne siehst du die Schilder. Gut anbremsen. Genau, Kupplung durch. Langsam lösen. Da ist die Motorbremse. Gut. Wir fahren geradeaus. Da kann man nicht blinken. Man kann rechts blinken oder links blinken. Aber geradeaus kannst du nicht blinken. Wir fahren hier den Berg hoch. Das war's. Ja, hier geradeaus. Genau. Mehr nicht. Weil die Vorfahrtsstraße knickt nach links ab.
Man musste links blinken und rechts war eine Straße, weil jetzt rechts blinken müssen. Und hier war einfach bergauf. Genau. Ein bisschen links rüber. Genau. Das ist cool. Ja, jetzt kannst du dich hier in 50 orientieren. So weit, so gut. Ja, ruhig ein bisschen drücken, genau. Gut. Korrekt. Und jetzt guck mal zum Beispiel wieder vor der Kurve. Gas weg. Hinter dir kontrollieren. Ja, mal mit dem hier. Ja, hab ich schon gesehen. Ortsausgang hast du auf dem Schirm? Ja. Gut. Bisschen links rüber. Ja, ein bisschen. Easy. Auch hier für zum Beispiel ein bisschen anbremsen, einfach für die Kurve. Also das war wieder dieses Dynamische, was wir vorgestern gemacht haben, weißt du? So, dann checkst du die Kurve. Wenn du sagst, boah, ist alles cool, gibst du wieder Gas. Aber das Ganze halt immer so, wie gesagt, komplett kontra zum Fahrrad. Beim Fahrrad willst du ja jetzt hier nicht bremsen, dann willst du so reinrollen. Das kannst du hier nicht bringen. Hier musst du immer wieder Gas, Bremse, Gas, Bremse, Gas, Bremse. Immer Stepptanz machen, ey. Ja, ruhig ein bisschen dranbleiben. Nicht auf den LKW gucken, guck nur auf deine Straße. Ja, ich weiß. Was meinst du, wie ich mich fühle? Besser. Nur auf deine Straße gucken, nicht auf den LKW gucken. Also wenn du auf ihn guckst, automatisch weichst du hier aus. Wie du im Spiegel siehst, haben wir nicht so viel Platz. Genau, alles gut. Das sieht gut aus. Genau, einfach am Ball bleiben. Langsam lösen. Die Sache läuft. Nur anbremsen. Genau, weil das einfach auch die Kurve ist. Oh, und wieder Gas geben. Ich bin auf Bremse. Oh. Ja, ist Hamilton auch schon mal passiert. Ja, los Hamilton. Das ist schon einige Rennfahren passiert. Auch da, weil das einfach die Kurve war. Der Straßenverlauf, brauchst du nicht blinken, brauchst nichts machen. Kannst du einfach locker rum und dann ist gut, ne? Alles gut. Ja. Solange dir das selber auffällt, schreit der Prüfer jetzt nicht von hinten, bin durchgefallen. Sondern der sieht das, denkt sich so, okay, ist aus der Kurve gekommen. Also ja, dadurch, dass sie die digitale Zahl haben, sehen die das und die werden auch schon so ab 3 km/h zu schnell echt pingelig. Es kommt aber auf das Gesamtbild an, was du vermittelst, wenn du fährst. Und wenn dir das dann mal kurz passiert, hier auf so einer Landstraße, wo dass du bei 55 landest, da wird keiner sagen, grob fahrlässig durchgefahren. Weißt du Bescheid. Das ist wichtig, wenn du da zu sehr Paranoia davor hast, dass dir das passiert, dann fährst du dann halt zu langsam, dann gibst nicht viel Gas. Und dann passiert genau das Gegenteil, dass du durchfällst, weil du nicht beschleunigt hast, weil der Prüfer nie sehen kann, dass du aus einer Kurve rauskommst und mal drauf drückst. Mhm. Ein bisschen kannst du noch, kannst du ruhig immer in den 50. Ich kann ja gleich 70 fahren. So ist gut. Ja, vorher halt nicht, aber... Ja. Ja, jetzt kannst du drücken. Mhm. Gut. Ja, kurz runtergeguckt hast du? Ja, ist aber nur, weil ich gesehen habe, dass da keiner kam. Aber ich soll's nicht. Aber beim Schalten hast du auch wieder hochgeguckt, also das war alles gut. Das Wichtige ist, dass du weißt, dass du Zeit hast, dass du dich nicht beeilen musst. Aha. Und dass du dir auch bei diesem Move genug Zeit lässt. Weil sonst reißt du immer am Lenkrad und das zieht dich halt in alle Himmelsrichtungen. Ne? Nicht auf ihn gucken. Tue ich nicht. Habe ich schon gesehen, aber nach unten, also nicht nach unten zum Lenkrad, aber... Ja, aber es ist wichtig. Gerade auf so engen Straßen wie dieser hier. Einfach nur ein Überholverbot vorbei lassen. Ja, gibt halt Leute, die denken sich hier Challenge accepted. Ne? Ja, ich glaube, dahinter ist gleich auch noch. Nein. Ja, wohl. Er ist ganz easy in seinem Volvo. Läuft. Gut. Ja, jetzt schon, guck mal, du bist ja im 4. Gang. Wird schon so ein bisschen enger hier. Ich würde aber gar nicht den 3. nehmen. Okay. Weil guck mal, was da kommt. Dann kannst du direkt Kupplung drücken, genau. Runterbremsen. Weit nach links gucken, dass du siehst, ob da. Na, bleib oben in deinen Augen. Und guck weit nach links. Dann löse alles und wir fahren die erste wieder raus. Die erste hier. Mit dem ganzen Salat. Wenn das 70-Schild nicht stehen würde, wie schnell dürftest du fahren? Ja, wir sind außerorts, oder? Also wir sind innerorts? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn es außerorts ist, 100. Du bist der Boss, du musst wissen. Ich weiß nicht, ich bin, Passagier, glaube ich auch. Erkennt man übrigens häufig an der Bepflanzung der Gegend. Ja, aber wenn du dich hier umguckst, das sieht ja nicht, sieht nicht städtlich aus. Und ja, es gibt innerorts Gegenden, die ansatzweise so aussehen, aber
eher selten. So, wenn du mal nach vorne guckst. Gehen wir auch direkt um den zweiten Jahr, ne? Ja, jetzt wäre halt noch ein bisschen zu früh für den zweiten, aber was du halt machen kannst, ist, dass du runterbremst. Das machst du schon gut, genau. Dann holst du dir irgendwann die Kupplung dazu. Gut. Dann nimmst du den zweiten Gang dazu. Dann kannst du alles wieder langsam lösen. Ich kann nur auf rechts nach links gucken. Anbremsen weiter, damit du Zeit bekommst. Das reicht. Das reicht. Genau, und weit links gucken. Ja. Siehst du, was dir das bringt, wenn du links bleibst mit deinem Blick? Ja. Fahren wir die raus oder die nächste? Ja, geradeaus. Jetzt hin? Ja. Aber weil du Gas gibst, wird es ein bisschen spannend. Das ist aber alles gut. Ich bin dabei. Wie schnell dürfen wir fahren? Außerhalb immer noch. Also 100. Oder 70 noch. Okay, ich bin du. Keine. Es war kein Schild. 100. Ja, genau. Das sind übrigens die gleichen Fragen, die Fahrschüler während der Prüfung durch den Kopf gehen. Dann aus dem Kreistag heraus und denken sich, kein Schild gesehen. Du weißt jetzt nur dieser kurze Abschnitt von 100. Und jetzt ist schon wieder 70. Aber ich hatte früher immer Schilderparanoia. Ich wusste nie, wie schnell ich fahren darf. Ich habe immer gedacht, ich habe das Schild nicht gesehen. Ja, hatte ich gerade auch. Ja, ist normal. Aber manchmal gibt es einfach kein Schild. Das habe ich nur irgendwie vercheckt scheinbar in der Fahrschule. Das ist so. Dann weiß ich ja Gott sei Dank jetzt schon Bescheid. Ja, dann brauchst du nachher keine Paranoia haben. Wenn kein Schild da ist, ist es entweder innerorts oder außerorts. Das war's. Wirst du sehen, wenn wir gleich aus dem Kreiswerk herausfahren, der da hinten kommt. Da fahren wir auch wieder die erste raus. Und wenn wir das machen, musst du halt wieder eine Entscheidung treffen. Wenn da kein Schild steht, weißt du ja Bescheid. Tach, guck mal. Ruhrgebiet hat einfach eine herzliche Optik. Einfach ein Kraftwerk. Bam. Aber gut, so ein Windpark ist auch nicht viel besser, oder? Optisch gesehen. Ökologisch bin ich mir nicht sicher. So. Ich sehe den auch, der ist auch sportlich unterwegs, aber bis der kommt. So, jetzt verlassen wir den Kreisverkehr hier. Rausgegangen, sportlich. So, Frage, wie schnell? 100. Ja, dann bin ich dabei. Und vierter Gang. Und dann siehst du ja die Schilder. Oh, alles gut, alles gut. Das reicht. Also bei so hohen Geschwindigkeiten ist es immer ganz easy, von 100 auf 70 zu bremsen. Das machst du einmal anbremsen, dann passt das schon. So, Überholverbot. Sehe ich. Außer... Ja, ja, so landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 25 km/h. Ne? Aber gut, wenn du hier mit einem Mofa auf der Straße fährst. Musst du davon ausgehen, dass du überholt wirst. Ja. Bleib an der Geschwindigkeit, bleib ein bisschen dran. Ein bisschen zu langsam. Ja, unwesentlich. Ja, und da vorne hast du wieder ein Stück. Stück 100. Kannst du drücken. Ja, ist alles gut. Ne, wir bleiben 5. Wir bleiben 4. Genau, und dann zieh einfach jetzt ein bisschen. Dass der Prüfer dann auch sieht, auf so Strecken wie jetzt, alles klar, kriegt er hin. Meinetwegen kannst du für das kurze Stück auch den fünften Gang nehmen. Da kommt schon ein 70er-Schild, oder? Ja, sehe ich auch. Guck mal hinter dir, er. Er hat richtig Bock. Vor der Kurve? Obwohl, er hat hier... weiß ich nicht, bin ich nicht so weit überzeugt. Sieht doch nicht so aus, als würden jetzt seine Bremslichter angehen. Nö, der rast weiter, soll er sich gönnen. Aber wenn du mal so hinter dir guckst, jetzt haben wir es ja entspannt. Jetzt haben wir kann ich beim Tempo fahren. Genau. Guck mal hier rechts auf das Schild. Siehst du, was da steht? Vorfahrt 70 und von 0,7 Kilometer. Also darf ich jetzt 0,7 Kilometer lang 70 fahren? Ja, genau. Drück mal ein bisschen aufs Gas. Jetzt ist meine Kernfrage, woher weißt du, wann 0,7 Kilometer vorbei ist? Ja gut, aber ich habe jetzt schon vergessen, 3 zu zählen. Ich auch. Jetzt brauchen wir eine andere Information. Irgendwas muss in 0,7 Kilometern passieren, dass die sagen, bis dahin gilt 70 und nicht weiter. Siehst du irgendwas, was jetzt passieren könnte? Vorfahrtsschild nochmal. Ja, und es kommt eine Kreuzung. Woher soll der wissen, dass du da hinten 70-Schild gehabt hast? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie schnell fährt der denn jetzt? Weiß auch nicht. 100. Das, ja. Deswegen gelten diese 70 auch nur 0,7 Kilometer lang. Und ab hier hast du 100, ohne dass ein Schild kommt. Also hier muss man so ein bisschen wach sein. Kommt auch keiner hinterher, ist auch gut. Ist entspannt jetzt. Das ist entspannt. Im Gegensatz zu dem, was wir am Anfang gemacht haben. War ein bisschen stressiger. Ist ja. Okay. Ich lerne ja noch. Ja gut, aber dieses rechts vor links Ding da, das müssen wir anteasern und dann müssen wir da irgendwann durch. Ne? Und irgendwann, also in einer nicht allzu fernen Zukunft, werden wir ziemlich wahrscheinlich auch durch die Innenstadt in Dortmund einmal fahren. Oh ja, das wird entspannt. Ja. Das ist Gott sei Dank gar nicht stressig dann.
Nein. Wir trinken vorher eine Capri-Sonne. Ich stelle die auch extra lange an der Fensterbank. Schön warm ist auch. Genau. Heißt ja Capri-Sonne. Gut. Denken Sie mit gut. Ein Glück. Ein Glück? Ja, hast wirklich Glück. Hinter dir ist nichts und es ist ganz, ganz, ganz stressfrei und entspannt. Und die Sonne scheint. Das heißt, gute Laune. Muss aber Glück haben. Vielleicht habe ich in der Prüfung auch so viel Glück. Ah. Das wäre cool. Ja, das glaube ich dir. Genau, nicht genau. Und langsam lösen. Obwohl, kann ich sogar nicht am dritten fahren? Könntest du ruhig ein bisschen am Gas bleiben? Kommt auch immer auf die Strecke an. Ja. Also du könntest im dritten bleiben, ja. Aber gerade hier, weil wegen Schule und Ampel und so, der zweite schon eine gute Idee. Deine Ampel ist rot, nimm mal Gas weg erstmal. Können wir uns links ein oder geradeaus? Ja, links ist gut. Also nein. Also, ja, sorry, ist gut. Und locker weiter, passt. Nächste Straße fahren wir rechts. Nicht bei allen. Ja, die jetzt. Spiegel checken. Jetzt schon alles klar machen. Bremsen. Kannst du da gut rein oder schlecht? Relativ okay, glaube ich. Na, nimm lieber den ersten. Weil guck mal. Lösen wir die Kupplung. Ja. Schulterblick hast du nochmal gemacht. Ja. Und dann ohne Gas locker hier rein. So, viel lenken. Alles gut. Wenn du das im zweiten machst, musst du viel zu viel arbeiten für diese kurze Strecke. Bisschen links rüber. Das ist mein Hassgegner hier. Ach, easy. Pass auf, wir machen das locker. So, erstmal Spiegel gucken. Kein Gas geben. Spiegel gucken. Blinker. Ganz rausrollen. Mehr nicht. Und jetzt rollst du. Nee, ich würde nicht Gas geben. Spiegel gucken. Seitenblick. Fährst wieder zurück. Muss ich nicht mal unbedingt jetzt auch wieder, ne? Aber manchmal sicher sein. Aber wenn du Gas gibst, dann wäre das auch mein Hassgegner. Aber wofür? Du kannst ja einfach Fuß über die. Rechts vor links. Oh. Links fahren wir weiter. Links? Ja. So. Da kommt schon einer, vorne auch. Also kannst schon mal zweiten Gang wegschmeißen. Machen wir den ersten. Schleif dich erstmal weiter nach vorne, dann können wir uns beide so. Der weiß ja auch nicht, was du machst. Der weiß es nicht. Woher soll er wissen? Ich glaube, wir schaffen es noch vom Bus auf jeden Fall. Von rechts kommt auch nicht. Dann fahren wir einfach rüber. Denk dran, nicht beeilen. Ich habe irgendwie den Drang, mich zu beeilen. Ich weiß auch nicht warum. Ich merke das schon. Ich wünschte, ich könnte. Ruhig weiter raus. Es ist aber ein Fahrschülerproblem, nicht nur dein Problem. Das haben alle. Und mein Job ist ja, dich auch ein bisschen relaxter zu machen. Ich sehe hier viel rein theoretisch, ne? Ja, rein theoretisch. Wenn du da nach vorne guckst, siehst du aber auch, dass du praktisch gleich viel zu tun hast. Deswegen würde ich Kupplung drücken und den ersten nehmen. Genau. Und der? Weiß ich noch nicht. Wir warten nicht. Wir haben Zeit. Ja, genau. Sieht so aus. Gucken wir mal. So, der fährt vorbei. Was macht der? Weiß ich auch noch nicht. Verdammt, vorbei. So. Schleif mal langsam nach hinten gucken. Ja. Wichtig ist nicht beeilen. Dann kriegen die sogar ein Herzchen von uns. So, bevor du vorbeifährst. Yes. Und dann fahren wir links weiter. Ah, links weiter. Ich muss es nicht machen. Es ist, nee, kein Gas. Wir fahren links weiter. Oh mein Gott. Jetzt ist ganz, ganz, ganz vorbei. Zu viele Infos auf einmal. Alles gut. So, Kind mit Fahrrad, weg ist sie. Gut, wieder abchecken, weil du an denen vorbeifährst. Gut. Aber nett, dass sie nach oben fährt. Ja, süßer Hund. Ja, ne? Ich sehe hier genug, also von rechts sehe ich hier alles, glaube ich. Warte. Ich sehe wirklich genug jetzt. Ja, aber dann kommen wieder so Ecken und so. Lass den Fuß einfach über der Bremse und roll weiter. Durch. Und dann, dass wieder Gas geht. Genau. Das war okay. Weil du, so wie du sagst, irgendwann genug sehen konntest. Ja. Siehst du nichts? Wieder den ersten. So, am Ende fahren wir links. Ruhig nochmal, schmeiß nochmal einen Blick an. Bisschen links rüber. Ja. Und dann Kupplung, Bremse. Du siehst links zum Beispiel Kupplung. Ich hab die Kupplung.
Alles gut. Du siehst links halt gar nichts, ne? Deswegen erster Gang und dann tastest du dich weiter rein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in eins durchkommen, ist relativ gering. Von rechts sehe ich alles größer. Von links können halt auch Fußgänger so kommen, ne? Ja, musst dich halt reintasten. Obwohl, ich hätte da wahrscheinlich sogar fahren können. Ich glaube auch. Aber wofür der Stress? So nämlich. Guck mal, du musst immer dann fahren, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast. Vorher nicht. Von links. Na, der wird hier. Hat er genug Platz? Wenn nicht, dann muss er warten. Also es ist ja, du machst ja nichts. Ja, aber dann weißt du ja, dass von links kommt noch einer und ich glaube, von danach kommt nicht. Du musst auch den Fahrer beobachten. Vielleicht winkt der dir ja und sagt, hör mal, fahr mal durch. Keine Ahnung. Ja, jetzt winkt er uns, siehst du? Dann können wir fahren. Also auch darauf musst du achten, weißt du? Sonst bleibst du da stehen und denkst dir, warum fährt er nicht, warum fährt er nicht? Weil der sich schon den Arm wundkloppt da drin. Boah, es ist warm, wirklich gerade. Ich merke das schon. Das stimmt. Lärmschutz, wunderbar. Wir schützen uns vor Lärm. Was auch immer. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie lange ist das schon? So locker 3 Jahre oder so, ne? Das wird nie wieder anders. Rechts fahren wir gleich weiter. Jetzt ist wieder die Frage, siehst du gut, siehst du so mittelmäßig, siehst du schlecht? Ja, dann fahr im zweiten rein. Ich bin Herr Uwe, ich bin auch dabei. Zack. Hast du ein Schild gesehen? Ja, wir haben Vorfahrt. Ja. Genau. Hier auf dem Navi stand gerade noch 30. Also nach diesen Dingern kann man auch nicht immer gehen. Ne? Das musst du einfach beobachten. Weil viele denken immer so, boah, lass das doch in der Prüfung an, dann kann ich da drauf gucken. Ja, kann ich ja machen, ist auch eine total super Idee. Bringt nur nichts, wenn es nicht stimmt. Dann fahren wir rechts weiter. Moment, jetzt habe ich das hier schon wieder vergessen. Gut, bleib auf der Seite. Welchen Gang geht noch? Zwei. Langsam lösen und ohne Gas rein. Ohne Gas rein, alle Füße los. Ist immer wichtig, dass du alle Füße vor der Kurve los hast. Weil sonst ist es so, dass du nach der Kurve, da wo du eigentlich Gas geben willst, dann wieder Kupplung löst, dann wieder nochmal gucken musst und dann so ein bisschen rumeierst. Okay. So, bleib bei den 30 Mauges. Jetzt hast du hier 30, 50, kannst du dir aussuchen. Wir fahren eh in den Kreisverkehr. Ja, ja, wir fahren eh in den Kreisverkehr. Ich bin 20. Ja. Merkst du, wie viel Zeit man braucht, um über alles nachzudenken? Ja. Und du machst dir das immer dann selber kaputt, wenn du zu viel Gas gibst. Deswegen sag ich, also es ist wichtig, ja, ja, genau, hier raus. Ich frag viel nach. Alles gut, wir fahren links auf den Parkplatz, lass dir Zeit, mach einen Blinker. Genau, Bremse, erste Gang lieber. Denk dran, wir haben Zeit. Ich bin für alles offen. Am besten wieder runterdrücken. Genau. Wieder ein bisschen schleifen. Und wenn du es hinkriegst, fahren wir so, dass wir gleich rückwärts hier dran fahren, so wie wir beim letzten Mal. Also fahren wir jetzt rechts hier rein? Ja. Spiegel aber gucken, dass hier keiner mit dem Fahrrad kommt. So. Stopp. Und jetzt quasi rückwärts da rein. Ich mach mal das Ding aus, dass hier keiner auf die Idee kommt, hier. Schade, ich war ja nämlich kurz davor, schon wieder drauf zu gucken. So. Das so. Ja, es ist. Ich krieg das schon das hin hier. Aus. Ah, schade. Hätte klar geklappt. Darf ich diesen typischen Vater rufen? Ja, nee, es ist. Guckt der Prüfer mal komisch, weißt du? Nee, sieht gut aus. Kannst du ein bisschen hier rüber. Also immer da, wo du hin willst, hinlenken. Genau, ein bisschen. Das reicht schon. Genau. Den Parksensor habe ich dir aber nicht ausgemacht. Das heißt, der geht gleich hoffentlich an. Da ist er. So, ich hoffe, den Kofferraum kriegt man noch auf. Easy. Nice. Handbremse an. Das heißt ziehen. Yes. Ziehen und atmen. Nice. Und wie war's? Wow.
glaube, okay. Ja, war gut. Ich will natürlich auch keine Zeit verschwenden, indem wir einfach nur, ich sag mal, geradeaus fahren und du so denkst, boah, ich war herbe gut, nicht abgewürgt, gar nichts. Deswegen fahren wir halt dieses rechts vor links. Das ist anstrengend. Es ist halt viel so, worauf man halt achten muss. Und ich habe irgendwie das Verlangen, alles laut auszusprechen, was ich denke. Das ist scheißegal. Du machst das generell gut. Wichtig ist, dass du dir selber nicht zu viel Druck machst und die Schrauben nicht zu eng drehst. Mir auch schon persönlich aufgefallen, dass ich manchmal einfach schnell weg will. Ja, ja, genau. Das lässt dich halt stolpern. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, wenn ein Kind versucht zu laufen und kann noch nicht richtig stehen und sagt dann, ach, weißt du was, laufen habe ich keinen Bock, ich will erst rennen lernen. Das ist super, wenn du rennen kannst, musst halt nur irgendwann mal stehen bleiben. Und wenn du das nicht kannst, kippst einfach um. Das ist halt doof. Deswegen musst du schauen, dass du das Step by Step, du wirst automatisch viel schneller werden, wenn du es dir langsam gut aufbaust. Ja. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das ist, wer hoch oder schnell hinaus will, der braucht ein starkes Fundament. Und wenn du das als Fundament, als Basis gut hast mit der Beobachtung und der ganzen Guckerei, dann kriegst du es nachher leicht geregelt. Okay, weiß Bescheid. Das heißt, ich würde gleich sagen, wir gehen gleich rein, machen einmal die nächste Stunde oder haben wir? Wir haben schon Termine. Nächste Woche fällt aus, weil ich jetzt... Du bist ja Spanier. España. Ja, gut. Danach, die Woche haben wir, glaube ich, morgens zweimal oder so. Cool. Das war die Fahrstunde. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.